You can be the peanut butter to my jelly. You can be the butterflies I feed in my belly. You can be the captain and I can be a first mate. You can be the cheers that I feel on my first day. You can be the hero and I can be a sightly. Mittendrin. Habt ihr noch? Kommt wieder zurück. Wo ist da noch einer? Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Tag, diesem wunderschönen Himmelfahrtstag. Schön, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern. Wir haben den Gottesdienst unter das Thema gestellt, mit Rückenwind kommen wir zusammen. Und sie haben sich größtenteils auch vom Wind hierher führen lassen. Viele sind mit dem Fahrrad gekommen. Aus ganz unterschiedlichen Gemeinden. Und es ist schön, dass wir so zahlreich zusammen sind, Gäste aus insgesamt 4 Gemeinden. Mit Rückenwind kommen wir zusammen, so lautet der Leitgedanke über diesen Gottesdienst. Und er passt ja wunderbar zu einem Fahrradgottesdienst an Himmelfahrt. Denn wer vorankommen will, der ist dankbar für Rückenwind. Rückenwind, der die eigene körperliche Betätigung ja nicht überflüssig macht, aber jeden Tritt in die Pedale noch eine kleine extra Portion Schub verleiht und ein wenig Leichtigkeit. So geht es besser vorwärts und so traut man sich auch besondere Ziele zu. Es ist bemerkenswert, dass es noch andere Rückworte mit diesem positiven Klang gibt. Ich denke an Rückenstärkung oder Rückhalt, die Rückendeckung oder auch die Rücksicht. Das hinter uns in unserem Rücken liegende ist ja eigentlich das Unvorhersehbare oder Uneinsehbare, das, was uns von hinten einholen kann. Besonders gut kann man das im Alten Testament beobachten. Für die Menschen damals lag die Zukunft hinter ihnen, hinter ihrem Rücken. Sie war das, was man nicht vorhersehen konnte, während man die Vergangenheit wunderbar vor Augen haben konnte. So ähnlich wie ein Ruderer. Vielleicht gibt es Ruderer unter Ihnen. Die Ruderer sitzen ja rückwärts in Fahrtrichtung
zum Rudern und haben vor Augen die Strecke, die sie hinter sich gelegt haben. So ähnlich haben das die Menschen damals empfunden und sich auf dem Weg in die Zukunft gefunden. Der Himmel geht über allen auf alle über allen auf. Der Himmel geht über allen auf alle über allen auf. Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wir die richtige Tonart haben. Genial, ich weiß. Das war schon der richtige Ton. Wir machen es nochmal, die Bläser dürfen mal einstimmig mitspielen. 3, 4. Der Himmel geht über allem auf allem über allem auf. Der Himmel geht über allem auf allem über allem auf. Schon sehr gut, jetzt könnte man die Begleitung dazu machen. 3, 4. Der Himmel geht über allen auf alle über allen auf. Der Himmel geht über allen auf alle über allen auf. Ach, jetzt versuchen wir schon mal, der Männerchor gegen uns, ja? Wir fangen an. Der Himmel geht über allem auf. Jetzt! Der Himmel geht über allem auf allem über allem auf. Der Himmel geht über allem auf allem über allem auf. Sehr gut, aber das können wir auch dreistimmig hinkriegen. Hier ist die zweite Gruppe, da die dritte Gruppe. Und. Der Himmel geht über allen auf. Und der Himmel geht über allen auf. Der Himmel geht über allen auf. Auf allen über allen auf. Der Himmel geht über allen auf. Auf allen über allen auf. Das war viel zu gut. Wir machen es vierstimmig. Wir bitten dich, Herr, für alle Menschen unter diesem Himmel um Frieden und Gerechtigkeit. Dass nicht Gewalt regiert und der Stärkere sich durchsetzt, sondern wir mit Einsicht und Ausgleich uns aufeinander zubewegen. Dass wir lernen, klug und vorausschauend zu handeln und aus jedem Gegeneinander ein Miteinander wird. Dass wir nicht nur auf uns selbst und das kleine Stück Himmel über uns sehen, lehre uns vielmehr aus der Perspektive des Himmels auf alle Lebewesen zu sehen. Wir bitten dich, Herr, für die Menschen, denen der Himmel finster geworden ist und verschlossen scheint. Richte sie auf, hebe ihren Blick, lass sie Zeichen deiner Nähe spüren. Sprich dein Wort in ihr Herz, dass du Himmel und Erde erschaffen hast und auch bewahrst, dass du das Leben liebst und auch jeden Menschen. Wir bitten dich, Herr, für die, die Verantwortung übernehmen, für das Dasein zwischen Himmel und Erde. Gib ihnen Weisheit, segne ihre Anstrengungen. Lehre uns alle Haushalter der vielfältigen Gaben oder in einem Himmel zu sein. Dass die Wirtschaft Werte schaffen und die Wissenschaft Wissen. Leite uns
dass wir uns fürsorglich denen zuwenden, die als Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Wir bitten für deine Kirche, Herr, dass wir wirken in deinem Geist, dass wir für den Glauben so viel Kraft aufwenden wie für die Arbeit, dass wir mit Freude und Ernst beten und so Zeugnis ablegen von dir und deiner Güte. Wir bitten dich, Herr, für die Gemeinden in Burgstedt, Aukrug, Hohenweststedt und Weißbeck, dass sie unter deinem Himmel geschwisterlich leben. Lass uns mit Freude sagen, was wir glauben. Lass uns zu einem tätigen Glauben, leite uns zu einem tätigen Glauben, der Freude ausstrahlt. Sei in unserer Mitte, dass unser Glaube uns mit Freude erfüllt. Und wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Christlicher Gottesdienst geht zu Ende und auch ich danke einmal an dieser Stelle für dieses gute Miteinander der Gemeinden, für die vielen Mitwirkenden, musikalisch, darstellerisch, singend, betend. So sind wir eine große, lebendige Gemeinde. Und ich freue mich auf Gespräche nachher, auch auf das Gespräch, was es nachher nochmal hier in dieser Runde gibt. Das wird keine zweite Predigt, das sage ich Ihnen, sondern da darf man auch Fragen stellen und ich versuche, kurze Antworten zu geben. Und ich freue mich auf meinen Sonnenhut, den brauche ich nämlich drin. So, der Gottesdienst schließt mit dem Segen. Mögen eure Wege euch freundlich entgegenkommen, Wind euch den Rücken stärken und die Sonne euch wärmen, eure Gesichter wärmen und hell machen.
So segne und behüte euch der gnädige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bitte vorsichtig wieder hinsetzen. Ja, dann sagen Sie noch mal irgendwas. Das ist schön. Ja, das habe ich schönes Wetter. So ja. Tolles Wetter anlässlich dieses schönen Gottesdienstes. Hallo. Ja. Okay. Wunderbar. Wie alt ist sie denn? Danke. Zeigen Sie das noch.